Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Solarlight und Luna Dark. Und wie man sieht, stehe ich hier in meinem Zimmer. Denn in der letzten Folge habe ich die Liga geschafft und bin Champ geworden, der Rikoto-Liga. Ja. Was jetzt passiert, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen, ob es irgendwie weitergeht. Meine Mutter hat gerade mal ein Pokémon geheilt, okay. Das wollte ich nicht unbedingt, aber okay. Hey, Party. Aha. Ja, auf Wiedersehen. Dann halt nicht. Ja, sehr erfolgreiche Kinder haben sie. Einer ist Arenaleiter und das andere Kind bin ich. Ich bin Champ. Wo muss ich denn jetzt hin? Das ist ein Item. Und warum darf ich da rechts nicht hin? Was ist da rechts? Ein Heatrock, okay. Was ist da rechts? Wo geht's da rechts hin? Was sagt der Wegweiser? Hallo? Ach, kommt das erst später? Wird es noch Updates geben von dem Spiel? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre fertig. Aha. Hier geht es noch nicht weiter. Das kommt vielleicht später. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ja gut. Wo war das Labor vom Professor? War das hier? Ja. War das in der gleichen Stadt? Ja, zum Glück. Hallo? Der sagt nichts Besonderes. Aber es muss doch noch Sachen zu tun geben. Ich meine, ich habe die legendären Pokémon ja noch gar nicht... Also, ich habe ja noch gar kein legendäres Pokémon gefangen, oder? Das ist traurig. Na gut, aber ich muss ja auch noch Passwörter einlösen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das erste war. Ich glaube, bei der ersten Arena... Wo war die erste Arena? Oh, das ist so lange her, habe ich das Gefühl. War das schon in Serpentine City oder in Crestlight City? Wir schauen mal. Oh, es regnet, schön. Tolle Stadt. Das sieht nicht so aus. Aha. Ach, ich muss ja noch die ganzen Quests machen. Ach je. Na, das wird auch noch eine Aufgabe. Aber erstmal machen wir heute die Passwörter. Wenn ich den rausfinde, wo das war. Vielleicht in der Stadt. Wo war die erste Arena? Wann habe ich den ersten Orden bekommen? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. War das doch hier? Ach, wir werden es herausfinden. Ansonsten cutte ich das mal eben. Achso, nee, hier. Aha, okay, Nummer 1. Ja, ich habe ein Passwort. Ich habe mir die aufgeschrieben. Hier. Ich hoffe mal, die stimmen alle. Ihr habt mir netterweise in die Kommentare geschrieben. Deswegen machen wir das mal. So wie das da stand. Ja, korrekt. Jetzt bin ich aber gespannt, was es gibt. Gibt es da Pokémon oder Items? Ein Pinklet. Ein Pinklet, okay. Ist das shiny? Ich habe doch Spitznamen. Hier. Oh, ich kann keine Buchstaben heute irgendwie lesen. Wo sind die Buchstaben, die ich brauche? So. Okay. Habe ich das nicht schon gesehen? Oder ist das shiny? Das sieht shiny aus, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, das ist shiny. Okay, cool. Das ist dieser Pinguin, dieser coole. Nur halt jetzt ist shiny. Schön. Das ist cool. Das heißt, ich kriege jetzt immer so coole Pokémon. Werden die alle shiny sein? Wir werden es rausfinden. Okay, dann gucken wir uns mal direkt das nächste an, würde ich sagen. Das war ja schon mal ein Erfolg. Wie viele Passwörter gibt es eigentlich? Habe ich alle? Ich weiß es gar nicht. Kann ich die alle direkt bei ihm einlösen? Wir werden es rausfinden. Ich habe jetzt 5 Passwörter. Sind das alle? Der wird bestimmt was sagen, wenn er fertig ist, oder? Bonik. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr Spitznamen. So. Gucken wir uns das mal an. Das war nicht das, was ich tun wollte. Ich wollte es mir nur angucken.
Auch shiny, süß. Interessant mit dem, mit den grünen Backen. Okay. Vor allem, warum Egg? Ist es nicht ein Hase gewesen? Ach, egal. So, das nächste ist Love Heart als Passwort. Ist das dieser seltsame Vogel? Der mit dem Herz? Das wäre aber... Der ist ja langweilig. Der ist doch ganz am Anfang schon, oder nicht? Nein! Habe ich was falsch eingegeben? Ist das Passwort nicht richtig? Oder ist es nur irgendwie... So. Ah, jetzt, okay. Das ist jetzt... Das ist der Vogel, oder? Dieses fliegende Ding... Ihr wisst, was ich meine. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, das ist der Vogel. Auch ein Shiny. Cool. Ach ja, die ganzen Shinies, die man hier bekommen hat. Guckt euch das an, meine Shinies. Die sind irgendwie nichts Besonderes in dem Spiel mehr. Das ist traurig. Über das erste habe ich mich so gefreut, über die Spinne. Und jetzt habe ich 100 Shinies. Na gut. Nächstes Passwort. Richtiges Passwort. Oh. Ich krieg ein Shiny... Ups, das wollte ich nicht. Achso. Na. Doch, ich habe hier noch einen Namen. Einen Namen habe ich noch. Habe ich gerade gesehen. Der war versteckt unter den Passwörtern. Ja, es dauert Stunden. Das ist einfacher, wenn man das mit der Tastatur eingeben kann, als hier hin und her zu machen. Oh, hoffe, das ist richtig. So. Schauen wir uns das mal an. Das ist das Girafarig, das brennt. Und shiny. Schauen wir mal. Da. Süß. Sehr süß. Okay. Jetzt habe ich noch ein Passwort, wenn ich das richtig sehe. Hallo? Ja, ich habe ein Passwort. So. Das sollte richtig sein, hoffentlich. Ja. Führend? Was ist ein Führend? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Oh nein, das ist die Ameise. Nein, ich wollte nicht die Ameise. Warum die Ameise? Okay. Na gut, dann habe ich die Ameise in Shiny. Sehr cool. Danke für die Passwörter in den Kommentaren. Ich rede nochmal mit ihm. Aber ich glaube, okay, er sagt nichts, ob er fertig ist oder nicht. Waren das alle Passwörter oder nicht? Ich glaube, das waren alle eigentlich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie es hier weitergeht. Ehrlich gesagt. Wie es jetzt nach der Story irgendwie weitergeht. Keine Ahnung. Wo war denn die Stadt mit dem Altar? Vielleicht ist da irgendwas. Nein, das ist nicht die Stadt mit dem Altar. Da bin ich hier falsch. Weil, ja hier, Dimensionsgate. Das sieht richtig aus. Ich weiß nämlich nicht, was ich hier noch so zu tun habe, außer die Quests fertig machen. Aber das war's dann auch eigentlich. Ich meine, ich habe nicht mal ein legendäres Pokémon bisher bekommen. Wie bekomme ich die legendären Pokémon? Ich habe doch das eine pinke Ding gesehen. Da muss es ja noch mehr von geben, oder? Naja, jedenfalls wollte ich noch was ankündigen. Und zwar kommt ab morgen... ein neues Projekt, weil da bei dem hier ist ja die Hauptstory jetzt so ziemlich vorbei. Deswegen, ich glaube, meine Pokémon sind auch alle geheilt. Warum bin ich hier? Deswegen geht es morgen mit einem neuen Projekt weiter. Also seid gespannt, guckt morgen vorbei. Das heißt aber auch, dass Solar Light und Lunar Dark jetzt nicht mehr so regelmäßig kommt. Vor allem, wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Falls ihr vielleicht das Spiel schon mal durchgespielt habt, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren Hinweise geben, was ich noch so tun kann hier nach der Story.
Weil ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht so richtig, wo ich hin muss und was man von mir will. Das ist ein bisschen doof. Naja. Gut, Leute, das Video ist leider ein bisschen kürzer, aber ich dachte, es würde irgendwie direkt weitergehen. Keine Ahnung. In den anderen Spielen wird man da... wird das besser gezeigt, wo es weitergeht. Ich weiß es gerade nicht. Ich musste das vielleicht nachgucken. Wenn ihr so nett seid und mir das in die Kommentare schreibt, wäre auch super. Ansonsten seid gespannt, was morgen kommt für ein neues Projekt. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.